So, hallo Leute. Hier nun der zweite Teil meines Ausflugs zum Nürburgring, dem letzten diesen Jahres. Und vorab erstmal ein dickes Dankeschön für die vielen Kommentare, die ja ausnahmslos positiv waren. Und ich bin völlig baff, was für Zustimmung diese Videos bekommen. Und dafür, dass ich einfach nur ein bisschen darüber erzähle, wie ich hier um den Kurs mehr oder weniger eiere. Und ja, hat mich also sehr gefreut. Da mache ich natürlich auch gerne an dem Punkt ein bisschen weiter. Und hier sieht man jetzt langsam schon, wie es dämmert, wie es Stück für Stück immer dunkler wird. Und dann, wenn man mal aufs Display vom Crossbow guckt, sieht man auch, dass man da nicht mehr besonders viel lesen kann. Das ist einfach der Kontrast, der immer schlechter wird. Und da muss ich halt sagen, die Kontur HD, die ich benutze, so gut wie die auch sonst funktioniert. Und ja, je dunkler es wird, desto schlechter werden halt die Aufnahmen. Man müsste eigentlich das Setting der Kamera verändern. Das ist aber während der Fahrt natürlich schlecht möglich. Und seht es mir nach. Also ich denke, man kann trotzdem noch so ein bisschen was erkennen. Hier haben wir einen der Motorradfahrer, die mit unterwegs waren. Und der schaut also auch gut, im Rückspiegel blinkt. Deshalb können wir da gefahrlos überholen. Ja, hier ist ordentlich was los. Und rechts ein Suzuki. Wer Teil 1 gesehen hat, der weiß, dass da noch mehr von unterwegs waren an dem Tag. Wie zum Beispiel auch hier. Aber alles kein Problem, die fahren alle schön rechts. Stehen meistens auch nicht im Weg rum. Er bremst ein bisschen vorm Knick und fährt dann auch rechts rüber. Bevor wir dann hier, wer hätte es gedacht, auf den nächsten Suzuki treffen. Aber es kommen gleich auch noch ein paar andere Autos. Also ein paar Lotus sind noch dabei. Ein Ferrari ist auch noch dabei. Jetzt haben wir hier erstmal wieder ein bisschen Platz. Ja, es ist mittlerweile November, also die Saison ist vorbei. Der Crossbow steht jetzt in der Garage, ist mit Saisonkennzeichen bis Oktober ja nur versehen gewesen. Früher bin ich auch viel im Winter gefahren, mittlerweile mache ich es nicht mehr. So muss nicht sein, also man zittert sich da doch mehr schlecht als recht über die Runden. Und hier überholt ein Suzuki den anderen. Da stellen wir uns mal vorsichtig ein bisschen hinten an. Bremsen im Kurvenscheitelpunkt. Das ist auch neu, aber gut. Dann haben wir hier vor uns, das müsste ein Porsche Boxster sein. Ist wie gesagt aufgrund des immer schlechter werdenden Kontrastes nicht mehr so gut zu erkennen. Ja, und hier haben wir dann wieder ein bisschen Verkehr vor uns. Der besagte Porsche Boxster. Und etwas weiter vorne ein Lotus, und der war recht flott unterwegs. Dafür sage ich mal, dass er jetzt nicht so viel Leistung unter der Haube hatte. Ich denke mal, der Fahrer ist auch nicht zum ersten Mal auf dem Ring unterwegs, sieht man schon an der Linienwahl. Der war recht flott unterwegs. Also die Aufnahmen täuschen jetzt auch ein bisschen. Es war also doch schon deutlich dunkler als jetzt hier im Video das Ganze wirkt. Das sieht man auch daran, dass vor den Autos halt die Scheinwerfer doch schon einen ziemlichen Lichtkegel auf den Asphalt werfen. Und die Kontur hat das halt ein bisschen ausgeglichen und es sieht halt hier aus, als wenn es noch relativ hell wäre, aber es war schon ganz schön dunkel.
Dann hängen wir uns jetzt mal ein bisschen an die Elle hier ran und ich sag mal eine Weile nichts. So, das Video läppert dem Ende entgegen. Jetzt hier nochmal ein Kirmesprogramm beim Opel da vorne. Und ein Flämmchen am Lotus. Und dann ziehen wir mal vorbei. Da sieht man jetzt mal, wie der Unterschied der Beschleunigung ist. Und tschüss. Tschüss ist auch das Stichwort. Ich sage für heute auf Wiedersehen und bedanke mich für die vielen Kommentare. Und werde natürlich wieder alles beantworten, soweit mir das möglich ist. Ja, bis zum nächsten Mal.